Hallo Freunde und herzlich willkommen zurück zu Transport FIFA 2. Ja, in der letzten Folge haben wir einiges erledigt. Wir haben einen Düsenjet, der jetzt von hier nach da fliegt. Wo ist er denn? Der kommt gerade. Da kommt er wieder. Die Boeing fliegt hier daher und musste wieder abheben, weil... Oh, Mensch, Leute. Uncool. Wir haben hier einen guten Transportmittel angelegt. Von Flugsieg nach Bottrop fahren noch nicht so viele, aber das liegt daran, dass ja noch nicht so alles perfekt ist. Die Stadt wird außerdem bald auch umgebaut. Ihr seht schon, ich habe einiges gemacht in der Zwischenzeit. Also ich habe diese Straße hier mal ausgetauscht, weil es mich genervt hat. Das wird ja alles später... Wir drehen die ganze Stadt einfach, sagen wir mal, sozusagen um. Ein paar Grad hier um. Ich weiß nicht, wie gut die Stadt das verkraften wird. Ich hoffe gut. Wir werden die Autobahn außerdem nach hier vorne, nach München heute hoffentlich anschließen können. Das ist also mein erster Plan. Danach will ich... der allererste Plan ist erstmal hier bei den Flugzeuglinien. Flugfürst hier. Ihr werdet alle ausgetauscht gegen eine neue Boeing. Gegen so eine neue Boeing. Machen wir seine Höchstgeschwindigkeit da. Ersetzen. Jetzt fliegen nur noch Jets in diesem Fall zum Auftrag. Immer wieder ein bisschen Öl. Mittlerweile wird die Ölvorräte relativ hoch sogar. Aber der Flug gleich bringt sich auch, weil einfach echt viele Leute... Schauen wir, ja, er macht Plus. Und dann soll nicht so das Plus, was wir uns erhofft haben, aber er macht Plus und das ist alles, was zählt. Weil somit wird natürlich der Verkehr ein bisschen verbessert. Sie zahlen natürlich mehr, wenn sie mit dem Zug fahren, weniger, wenn sie mit dem Zug fahren. Aber hey. Die Stadt erlebt jetzt eh einen Umbau. Neue Boeings. Neue Boeings. Ich will Jets für meine Transportflieger. Das müsste Linie 1 hier. Nee, warte mal, Linie 1 ist die Originallinie. Wo ist denn die andere Linie? Eine andere rote Linie. Ölflugtransport, da haben wir es doch. Ölflugtransport rot. Kann ich euch bitte auswechseln gegen ein neue Cargo? Ich glaube, dann ist der große Transportweg auch nicht mehr... Ich glaube, da können wir die Hälfte reduzieren. Die waren eigentlich noch gut. Was habe ich getan? What have I done? Aber ich kann's. Ich will halt. Die Jets sind cooler. Schaut euch die Dinge an. Die haben halt jetzt ultimativ viel Platz übrig. Bedeutet, ich werde jetzt noch ein paar LKWs einstellen. So 4 Stück. Die dasselbe hier Öl Bottrop machen. Rohöl Bottrop. Die sind dann nochmal hierfür zuständig, dass wir hier die Menge erhöhen, die wir von A nach B fahren. Weil ich glaube, wir erreichen unsere maximale Menge, die wir hier von A nach B bringen, so oder so gleich. Wieso haben wir nicht mal so viel gleich auf Lager hier? Der kriegt es eh mit einem Schluck weg. Da reichen 2 Flugzeuge wahrscheinlich jetzt. Das werden wir gleich mal sehen. Wir erhöhen jetzt auch mal die Transportmenge, die hier durchfliegt. Der kann jetzt mehr transportieren. Dann wird von hier hinten bald noch das Öl angezapft. Oder die Strecke wird auch umgebaut. Die wird bis hierhin verlängert. Wird doch wichtiger als gedacht. Die Strecke wird doch noch wichtiger als gedacht. Ich glaub's kaum, ne? Ist irgendwie gerade so unrealistisch. Der Vorteil ist natürlich, mit den Massen, die wir jetzt dann hier verfliegen, geht es auch noch ein bisschen.
Und somit sollten wir die Strecke auch noch ein bisschen besser am Laufen halten. Neue Fake, was? Ach, das ist eine Weglokomotive, okay. Gibt neue Transportzüge. Auch geil. Seht schon, jetzt haben wir nicht hier schon die Menge erhöht. Das ist halt problematisch, die Dinger, die können echt viel mitnehmen. Und die landen auch on point die ganze Zeit, das ist schlimm. Mehrere Fahrzeuge sind im schlechten Zustand. Mittelmäßig, sehr schlecht. Okay, müssen wir uns mal kurz wahrscheinlich unseren alten Strecken widmen. Hier, die da. Die sind natürlich nicht mehr modern. Das ist jedem klar. Bedeutet, wir tun jetzt hier mal ihnen eine Lebenserleichterung machen. Wir tauschen erstmal die Hauptstrecke aus. Dann löschen wir die Hälfte der Strecke erstmal kurz. Dann tun wir hier Straße ziehen. So. Und dann hier so anschließen. Hier schnell anschließen, so. Die soll ich vielleicht auch anschließen, ne? So. Und dann die Linie, die hier vor Ort ist, die gelbe Weizenlieferungslinie. Erstmal können wir 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Fahrzeuge entfernen. Yep. Und die ersetzen durch große LKWs. So. Sollte jetzt erstmal schon den ersten Deal machen. Als zweites tun wir hier noch schnell den Güterbahnhof ein bisschen vertiefern. Einfach weil wir es können, dann tun wir hier austauschen. Erhöhen wir mal kurz die Masse oder die Geschwindigkeit. So, und dadurch sollten die jetzt auch hier ein bisschen mehr liefern können. Um das hier zum Beispiel zu preventen, bauen wir jetzt hier die Station dementsprechend aus. Dann haben wir einfach hier mehr Spielraum, ne? Können wir echt überlegen, ob man nicht auch einen Zug nimmt, aber es ist halt irgendwie dumm, ne? Du brauchst halt doppelt so viel Weizen. Das heißt, ich werde doch nochmal bei der Weizenlieferungslinie hier die Fahrzeuge klonen. Wir fahren jetzt 20 hier rum. Die müssen aber jetzt mal kommen, natürlich, ne? Das wird jetzt auch lustig. Der Flughafen ist jetzt auch nur noch jetbetrieben. Sozusagen. Rein theoretisch kann man bei der blauen Linie jetzt Brot für Siegenburg. Schauen wir mal Brot für Siegenburg hier an. Das sind 5 Fahrzeuge. Die tauschen wir natürlich gegen alle Güter aus jetzt hier. Ich wollte gerade sagen, das sind die falschen Fahrzeuge, die ich hier fahren. Das sind ja die, die jetzt neu dazukommen. Wir erhöhen jetzt mal hoffentlich die Produktionsleistung hier von der Brotanlage. Die Weizenfarm ist halt auch voll ausgelastet, ne? Das ist jetzt ungut. Idee. Einmal kurz hier Hex-Hex machen.
Neue Züge schon wieder. Schön. Oh Gott, wie viele. Und hier jetzt. Auf mit der Feldern. So, okay, und jetzt wird hier angeschlossen. Das schaut schon viel geiler aus, die Brücke. Schick. So, dann kriegt natürlich die Station hier unten auch eine Transportstelle. Dann wird die konfiguriert und auch ein bisschen vergrößert einfach. So. Dann ist das Brot, wie heißt es? Weizenlieferung Siegenburg. Und das nennen wir jetzt Weizenlieferung Siegenburg 2. Wir bauen die Station hier aus. So. Dann wird Weizenlieferung Siegenburg auf Stelle 3 gebracht. Also Stelle 1, so. Und dann nehmen wir von Weizenlieferung Siegenburg zehn Fahrzeuge und senden die auf Weizenlieferung Siegenburg 2. Dadurch sollten die nicht ohne Ressourcen fahren. Und wir genügend Ressourcen auf jeden Fall kriegen. Das sollte hoffentlich funktionieren. Und du hörst nur, wie die Flugzeuge von A nach B unterwegs sind. Das ist Wahnsinn. So viel Flieger. Wie schaut es hier unten aus? Jetzt. Ja, fast voll fliegt er. Der ist leer unterwegs, das ist ungut. Das heißt eigentlich, dass wir reduzieren müssen. Ganz viele neue Züge wieder. Eigentlich sind wir hier massig zu produzieren, ne? Der hat 34, wir kommen hier gar nicht hinterher. Das ist eher das Problem. Wir müssen eigentlich jetzt noch hier die wir müssen hier noch die Strecke angreifen. Da fahren wir aber bitte mit einer neuen Highspeed-Straße dann lang. Wenn schon, dann richtig. So, mittlere Landstraße, die nehmen wir. So. Gut, dann kommt hier noch. Ah, du musst halt jetzt gerade alles echt umbauen, weil du einfach solche Massen brauchst. Ich konfiguriere die gleich mal ein bisschen größer. So. Einfach abliefern. Rohöl Blässhausen, wenn ich aus
Osterbrucken. Osterbrucken. Rohöl Osterbrucken. So, jetzt müssen wir hier einmal bitte... Fürstenau, wir brauchen bitte schön 4 Tanker. Für Rohöl Osterbrucken. Wir müssen halt schauen, dass wir die Masse ein bisschen erhöhen, die hier unterwegs ist. Hier ist eh wieder viel unterwegs. Wenn wir uns das anschauen. Er versucht eh sein Bestes zu geben, indem er auch die ganze Zeit noch die Lieferung nimmt, die mitkommen. Und jetzt wird halt hier nochmal nachgeholfen, dass hier halt wirklich die Produktion ansteigt wie sonst noch was. Der Versand liegt bei 100. Ich kann aber auch ehrlich gesagt nichts anderes machen. Was soll ich machen? Doppelwagen. Oh, Pendlerzug. Das ist natürlich auch geil, aber ich hätte hier dann lieber einen TGV. Kümmern wir uns erstmal um den Autobahnanschluss von München, würde ich sagen. Was sind das hier für Fahrzeuge? Also sind die hier, okay. Leute, ich brauche jetzt einen Autobahnanschluss, das wird lustig. Ich muss kurz die Straße hier abreißen. Um eine neue durchzuversetzen, Straße. Kriegt eine alttypische Landesstraße. Warum ist der Bau nicht möglich? Der ist möglich, so. Keiner sagt mir, was möglich ist und was nicht. So, das ist jetzt die Highwaystraße. Und hier sieht man dann sozusagen den Unterschied. Hier wurde alt gebaut, jetzt bauen wir neu. Nachdem ich herausgefunden habe, dass wir neue Brückenteile haben, wird das jetzt lustig. Ich nehme nicht die moderne Variante. Jetzt muss ich überlegen, wie ich am besten fahre hier. Kann man rein theoretisch sagen, okay. Egal, okay, also kann ich jetzt auch hier. Ich will eine Brücke, Leute. Ja, ja, das drehen wir gleich um, keine Sorge. Es geht erstmal nur darum, dass wir die Autobahn... Es leckt! Ah, es hängt. Oh Gott. Okay, Leute. Ich würde sagen, wir lassen das für diese Folge. Ich hoffe, es hat gefallen. Wenn ja, lasst unbedingt einen Daumen nach oben da. Abonniert, wenn ihr noch nicht habt. Und wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Also, bis dann. Ciao.